Hallo, willkommen bei neuen Part bei Zelda Twilight Princess HD. So, und diese Part sind wir hier stehen geblieben. Hier müssen wir jetzt in die verlorene Wälder. Jo. Hä? So, wann kann man auf die Karte was sehen? Okay. Okay, das ist mir ehrlich gesagt neu. Nee, warum sind hier einige Punkte zu sehen? Okay, das irritiert mich jetzt persönlich ein wenig. Okay, bevor wir die verlorene Wälder gehen, geben wir da erstmal nachschauen. Hier an die Stelle vielleicht? Moment, Karte. Karte. So, öfter kriegt man die Karte. Ja, müssen wir auf jeden Fall den Punkt. Ne, sind nur ein paar Rubine. Mit mehr Rubine als 500 können wir hier leider nicht tragen. Gut. Können wir gerne mal in den Kommentaren aufklären, warum da so komische weiße Punkte sind. Besonders die großen Punkte. Aber ich glaube, die gehören nicht zur Spielstory. Die sind mir komplett neu. Ich glaube, das ist irgendwie so ein. Neuerung, was Nintendo hier eingefügt habe. Okay, wenn wir erstmal mitten an uns in die verlorene Wälder wappen. Das wäre dann, glaube ich, in dem Bereich hier. Genau. Auf jeden Fall, sobald ich dann alle Projekte beendet habe, seht ihr es schon bestimmt. Habe es schon nach dem Video hier schon 6 Videos insgesamt veröffentlicht. Wirklich sehr, sehr viel auf einmal. Aber ich will die ja, wie gesagt, alle beenden. Damit ich halt eben dann danach halt eben nur noch Live-Videos für euch produzieren kann. Das Ganze wird vielleicht etwas länger dauern. Ich würde mal rechnen. Da kommt der Affe. Moment, ich rede gleich weiter. Okay, mir erledigt kurz mal, bevor ich weiterrede. So. Na, Hallöse. Genau, ich werde alle Projekte ja beenden. Wie gesagt, ich würde mal brechen mit Zelda bis Ende diese Woche, wenn wir Glück haben sollte. Weil es ist ein sehr, sehr langes Spiel. Danach will ich gerne noch Bayonetta beenden. Kennt ihr bestimmt Bayonetta 2 für die Wii U? Das müsste ich danach gerne beenden. Da habe ich noch Verlängerungszeitraum. Da habe ich noch vor einen längeren Zeitraum. Ja, wie ihr bestimmt wissen sollte, ja, das Projekt startet Battlefield Bad Company 2. Das werde ich auch dann eventuell dann auch direkt mit beende. Weil ich mag nicht so, wenn ich unvollständige Projekte auf meinem Kanal habe. Das Spiel ist ja auch, habe ich mal bei YouTube mal nachgeschaut. Das Spiel ist ja auch an sich ein sehr, sehr kurzes Spiel. Auf jeden Fall nicht so lange wie Zelda. Das habe ich auf jeden Fall auch, genauso wie bei Bayonetta. Dann müsste ich relativ ein paar Aufnahmen testen, fertig dann habe. Ich kenne den Ton nicht mehr. Okay. Ja, wie weiter? Ja, 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 ja. Also, wie können wir sofort machen? Okay, super gespielt. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich werde mich auf jeden Fall richtig schnell beeilen. Und danach, weil. Wenn ich Live-Videos dazu machen würde, bekomme ich die Projekte, die ich habe,
besonders Zelda, nicht in den Tempo Faceless Blade, wie ich es ja gerne haben müsste. Ich habe allein schon heute Morgen, beziehungsweise gestern schon, weil ich nehme es gerade um 2 Uhr nachts auf, habe ich zum Beispiel über 1 Stunde 20 habe ich den kompletten Tempel gemacht, den Wassertempel. Die drei Parts habe ich noch nicht hochgeladen, aber bis das ja online kommt, soll da klar sein für euch, ist das ja auf jeden Fall dann so hochgeladen. Schön die Reihenfolge halt. Und dann brauche ich vielleicht nur eine halbe Woche für oh, das neue Gebiet. Muss ich vielleicht irgendwann mal hinkommen? Genau, gehen wir noch mal rein. Da brauche ich wieder eine halbe Woche, weil ja nicht so lang ist, also nicht so lang wie Zelda. Für Bayonetta 2. Und auch noch mal etwa eine Woche, vielleicht auch nur eine halbe Woche für Battlefield Bad Company 2. Bin ich aber auch noch überlege, ob ich das dann fertig machen soll. Je nachdem, wie schnell ich mit Zelda fertig bin. So, wie geht's weiter? Okay, mir höre kurz mal an, was ich mir falsch gemacht habe. Ne, da war richtig so. Dann spielen wir jetzt an die Stelle zu Ende. Wahrscheinlich früh abgelassen, so, so und so. So, die können wir auf jeden Fall auf einmal erledigen. Haben wir gepackt. Supi. Zum Glück haben wir eine Fee im Petto. Aber wir sind mit kaum Herz hier reingelaufen. Die können wir zwar auch erledigen. So. Schön erwischt, sauber. Okay, dann folgen wir immer wieder. Weil der führt uns gleich von dem Weg da. So, ein paar Herzen haben wir mit eingesackt. So, da gibt bestimmt gleich so diese Tyridos. Okay. Hier ist irgendwo. Nein. Okay, da ist er nicht. Okay, wir hören den. Wo haben wir den denn?
Vielleicht dahinter, weiß ich gar nicht. Okay, wir haben den erledigt. Also erstmal natürlich gibt es noch einen kleinen Endkampf mit denen. Und der haut ihm ab, weil er ein kleiner Feigling ist. Wo ist denn losgelaufen? Da ist er losgelaufen, genau. So. Genau, ich persönlich vermute, dass ich da lang laufe jetzt. Hier, ach komm, geh doch mal weg. Was ich denn? Also, nochmal, wie schaffst du das nicht? Halt doch die Klappe. So. Oh, wir sind richtig gelaufen. Der kann auf jeden Fall nur da vorne sein, weil sie irgendwo vorne sollte mir hochkommen. So, müsste auf jeden Fall den Weg da hoch. Das erste Gang, da ist noch einfach. Also einfach. Danach muss man das zweite Mal machen. Da gibt es auch noch so einen Tempel, den ich machen müsse. Später. Und dann ist auf jeden Fall sehr viel schwer, um den zu finden. Okay, dahinter ist einfach nur der Endkampf mit denen und dann haben wir den auch fertig gemacht. So, neues Herz. Okay, geh mal runter, da ist ja schon. So, dann will ich auf jeden Fall den jetzt mal besiegen. Na komm. Okay. Nein, ich muss erstmal alle seine Komplizen erledigen. Jetzt genau, wenn eine Blase tut. Also haut er uns viel zu schnell ab. Keine andere Hobbys. Kannst du nicht selber kämpfen? Ah, hab die Idee. Die Technik ist auch noch relativ einfach, um den Service. Da greift er alle an. Okay.
So, und der Gang ist frei, dann gehen wir da einfach mal lang. Hier haben wir noch bald der andere Tempel zu machen, die ist irgendwo da vorne. Dann machen wir auf jeden Fall erstmal hier der Rätsel weiter, um halt eben dann das Schwert zu bekommen von Zelda. Genau, müsste auf jeden Fall eins runter. Dann da fürs Rätsel, dann nach oben. Auf jeden Fall zwei nach oben. Okay. Auf jeden Fall so, diese Richtung. So, gehen wir einfach da mal so lang. So. Wir machen auf jeden Fall nochmal Neustart, weil ich habe mir da komplett zugebaut. Wie verweise ich hier rüber? Dann darüber. Dann nach oben. So, nochmal nach oben. In die Richtung auf jeden Fall. Genau. Weil da haben wir jetzt einen langen Weg für nach unten. Wie man sieht, er geht dann zurück. Nochmal. Dahin oder dahin? Genau, wenn wir das machen. Weil da bekommen wir so auf eine Plätze. Nummer 1 zurück. Und dann geht er mit nach oben. So ist er mal auf jeden Fall drauf. Das war sehr schwierig, also knifflig. So, ich gehe einfach geradeaus nach oben. So, dann wieder nach unten. Dann so. Könnte auch wie verharrt werden.
Ist auf jeden Fall nicht ganz einfach, nein. Da. Ist auf jeden Fall eins da unten, damit da wieder ein Feld habe. Okay, ich denke mal, dass der. Das ist schwierig zu sagen. Nein, so auf jeden Fall nicht. Das ist blöd. Das blöd, er mit mir nach unten springt. In die andere Richtung wäre persönlich wesentlich lieber. So, Marcel. Ja, wir haben drei, vier Felder zu springen. Er hat drei Felder zu springen. Theoretisch geht das nicht. Oder? Oder? Nein. Kann, sobald ich es sehen kann, nicht klappen. Wir springen nach vorne. Nee. Mal gucken. Ja, so. Auf jeden Fall ein wunderbares Rätsel von mir reingehen. Ich habe jetzt ein Rätsel gepackt, aber ich habe das nur so einfach gepackt, weil ich das schon mehrmals durchgespielt habe. Und selbst dann habe ich gesehen, muss man immer gucken, wo die lang springen. Interessiert mich, ob man Verständnis hat, wie die springen können. Ist eigentlich kein Problem. Bist nie und mehr das. Schlüsselfern. Du das.
So, jetzt habe ich hier das tolle, me mega geile Master Schwert. Können wir nicht zurückstecken? Okay. Auf jeden Fall will ich ja den nächsten Part dann auf jeden Fall alle anderen größeren Tempels machen. Dann mal, wie ich am Anfang Part gesagt habe, damit ich das Spiel bald durch habe. Dann machen wir die andere kleinere Projekte. Wenn wir schon dabei sind, zu Ende. Da kann es sogar 3, 4 Wochen oder eine Woche, in dem man nicht fertig bin damit, die ganze Live-Videos wieder anfangen. Die werden auch, wie bis zum wisst sollte schon, wie die Meister, wie gesagt, wisst sollte, ja, veröffentlicht, also hochgeladen. Bis an die Stelle bin ich jetzt gekommen. Ich bin gerade überlege, genau, wir können uns ja jetzt immer wieder warpen. Mir wie erstmal in den nächsten Part dann in der Casino wapen bei dir eine Frau und dann werden wir da gucken, wie wir da weiterkommen. Weil ich eigentlich sonst glaube, das nächste Mal ist in die Wüste. Das müssen wir so bald unter anderem machen. Und dann kommen die ganzen Nebenaufgaben, die Tempel dann so machen. Ich denke, da geht dann ab dieser Stelle hier relativ fix. Aber dann sage ich mal, wenn ich das Master Schwert habe. Hier an dieser Stelle beende ich meine Part, aber der nächste Part geht dann weiter. Dann mache ich da eine etwas längere Aufnahmesession, auf jeden Fall so eine Stunde. Dann sag ich mal, auf jeden Fall, bis zum nächsten Part, Leute, und haut rein.